Herzlich willkommen zurück. Wir spielen Magic. Schön, dass ihr da seid. Heute wird mein Seedrun fortgesetzt. Letztes Mal, ich glaube, zweimal gewonnen, einmal verloren. Heute geht's weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Hallo, schön, dass ihr da seid, liebe Freunde von Magic the Gathering. Letzte Woche ist das neue Set rausgekommen, Throne of Eldraine. Ich habe mich schon so ein bisschen eingelebt und wir haben Sealed gespielt. Das heißt, ich habe einige Booster-Packs bekommen, musste daraus ein Deck bauen. Und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Denn beim letzten Mal habe ich mich schon relativ okay geschlagen. Gut für meine Verhältnisse. Zweimal gewonnen, zweimal verloren. Wir gucken mal kurz ins Deck rein, das ich mir da gedraftet habe mit limitierten Karten. Und wir haben schon einiges gesehen, was das neue Set ganz cool macht. Es gibt hier diese Speisespielsteine. Davon habe ich mir so ein paar reingeholt, weil ich die ziemlich cool finde. Und unter anderem unseren Lebkuchenmann, eine Kreatur und gleichzeitig eine Speise. Wie gut ist das denn? Und es ist ein grün-schwarzes Deck, hauptsächlich, weil ich den hier gezogen habe. Unseren Mythic Planeswalker, Garruk. Der erzeugt Wölfe und er ist ein krasser Typ. Und darum herum haben wir das so ein bisschen gebaut. Natürlich noch mit diesen Speisespielsteinen, einfach weil sie cool sind. Ja, wir sind in dieser wunderschönen Anfangsphase eines Sets, wo man Dinge noch spielen kann, weil sie Spaß machen und man nicht in irgendeinen Meta gedrückt wird, dass man vielleicht gar nicht spielen will. Ja, wir mussten uns so ein bisschen zusammenbauen. Wir haben natürlich Ei und unsere Riesengelegenheit ist dabei. Wenn wir zwei Speisen opfern, kriegen wir einen 7-7er Riesen für 3 Mana. Sehr gut, aber man muss halt das Zeug haben und ansonsten haben wir hier noch so ein paar Spinne, bisschen Removal, weil wir ja schwarz drin haben. Wir haben gefunden die mörderische Reiterin. Das sind diese Kreaturenkarten mit Abenteuer. Das ist also eine Kreaturenkarte und eine Zauberkarte in einem zusammengedrückt. Und wenn man erst den Zauber, also das Abenteuer spielt, kann man dann noch die Kreatur spielen. Man kann aber auch einfach nur die Kreatur spielen, dann verfällt aber der Zauber. Also man kann, wenn man möchte, kann man aus dieser Karte sozusagen zwei Karten machen. Und die mörderische Reiterin ist super, weil als Abenteuer hat sie ein Removal, du zerstörst eine Kreatur oder einen Planeswalker. Großartig. Und wir gucken mal, wie weit wir damit heute kommen. Wir haben bis jetzt haben wir 2 Siege, 2 Niederlagen eingeräumt, die mir der Chat nie zugetraut hätte. Muss ich ganz ehrlich mal auch sagen. Ja, der Chat hat gesagt, 0 Siege, 1 Sieg. Wir sind jetzt auf Sudden Death. Wir dürfen nur noch einmal verlieren. Hier unten seht ihr es, 2 von 3 Niederlagen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja? Also wir haben jetzt schon den Preis für 2 Siege bekommen. Das sind 600 Edelsteine und 3 Boosterpackungen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Mit dem nächsten Sieg hätte ich insgesamt wieder genug Edelsteine, um nochmal Ziel zu spielen. Also wenn wir nochmal gewinnen, können wir nochmal Ziel spielen, kriegen nochmal neue Karten. Es wird toll. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und wir, ja, mal gucken, wie es läuft. Mal gucken, wie es läuft. Mal schauen, wie es läuft. Als kleiner Disclaimer, ich habe nicht viel Ahnung von Magic. Ich lerne noch, deswegen verzeiht mir die Fehler. Ich hoffe, ich bereite euch nicht allzu viele Schmerzen. Aber wie gesagt, es gibt viel zu wissen, es gibt viel zu lernen. Und gerade mit dem neuen Set gibt es viele Dinge, die man nicht weiß. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich habe mir auch schon ein bisschen unter der Woche die ganzen Karten angeguckt. Aber es sind natürlich immer noch sehr, sehr viele. Falls ihr euch nicht mit Magic auskennt, kein Problem. Tue ich auch nicht. Man lernt es mit der Zeit irgendwann. Und falls ihr konkrete Fragen habt, der Chat kennt sich immer gut aus. Da wird euch auf jeden Fall weitergeholfen. Gut. Also, wir spielen gegen Xarbas. Ja, wir haben immer noch den falschen Avatar, ehrlich gesagt. Vivien Reed ist raus. So, wir haben erstmal schon mal die Gans. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Und die Kutsche, okay. 3 Mana ist eigentlich ganz gut immer am Anfang. Wir hätten nur gern lieber 2 Grün, 1 Schwarz, aber ist okay, alle Karten, die ich habe, sind 1 Grün. Passt schon, passt schon. Wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit, Zug 3 Riese, unsere goldene Gans, erzeugt erstmal eine Speise und für 2 Mana kann man eine weitere Speise erzeugen, aber leider kein Glück an der Stelle. Ich hätte es eigentlich... Oh, was? Das war jetzt die falsche Fähigkeit. Ich kann auch eine Speise opfern, um einen Mana zu erzeugen. Nee, ich will eine Speise erzeugen. Gut. Hätte ich im gegnerischen Zug machen sollen? Ja, ja, ich weiß. Ich versuche. Das ist das, woran ich gerade arbeite, dass ich die Sachen immer so spät es geht ausspiele. Aber es ist nicht immer ganz leicht. So, jetzt schauen wir mal, was wir machen. Wir haben die Spinne mit Reichweite. Wir haben den hier. Wir haben mich hier. Erzeuge 3 Bären. Jetzt überlegen wir. Dafür brauchen wir noch 5. Wir könnten jetzt natürlich die Spinne spielen. Mit der Hellebarde direkt.
Ich glaube, das ist kein schlechter Zug eigentlich. Wir spielen schön die Spinne. Können jetzt auf jeden Fall ein Essen opfern, um die Hellebarde zu spielen. Ja. Aber jetzt habe ich blau. Ah, fuck. Ich habe... Scheiße, ich habe mich verklickt. Ah, fuck. Jetzt habe ich blaues Mana. Scheiße. Ach, es ist immer wichtig, am Anfang des Spiels den Gegner schon mal... Ja, halt die Fresse. Schön schreibt er. Ach, danke. Es ist immer wichtig, dem Gegner schon mal so zu tun, als wäre man ein sehr amateurhafter Spieler. Damit der Gegner denkt, oh, den habe ich locker in der Hand. Und dann unterschätzt er dich und dann gewinnt man. Ja, so gewinnt man Spiele. Okay, aber das war nicht ideal. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich leider... Ah, ich hätte den Wald spielen sollen. Ah, das war auch dumm. Sorry, ich bin noch nicht ganz drin. Sekunde. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt wichtiger? Jetzt spielen wir die Hellebarde. Zack. Kriegt er 3-6. Ist auf jeden Fall schon mal eine solider Anfang. Und da müsste ich leider was... Das geht nicht. Aber wir machen mal so ein bisschen Druck. Mit unserer Spinne. 3-6. Mal gucken. Haben wir schon mal 3 Schaden gemacht. Fantastisch. Immer wenn der Eindringling einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du ihn opfern, wenn du dich suchst, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Aha. Immer wenn du einen Zauberspruch mit ungewöhnlichen Mana-Kosten von 5 oder mehr wirkst, ziehe eine Karte. Das ist schlecht. Das zeigt uns, dass mein Gegner Großes vorhat. Dass er Zaubersprüche mit Mana-Kosten 5 oder mehr hat, das ist erstmal schlecht. Aber gut, wir haben eine dicke Spinne. Das ist auch nicht mal schlecht. Oh, sorry. Keine Blocks, wir wollen unsere Spinne natürlich nicht hergeben. So, jetzt müssen wir schlau spielen. Bis jetzt konnten wir Quatsch spielen, jetzt müssen wir schlau spielen. So. Wir könnten natürlich die Kutsche spielen, 4-4. Das ist natürlich schlecht für uns, wir wollen auf gar keinen Fall, dass der Gegner Karten zieht. Vielleicht könnten wir mit der Kutsche jetzt schon mal angreifen. Und dann muss er sich überlegen, also das ist ein Gefährt und das hat Bemannen 2. Das heißt, man muss insgesamt Kreaturen mit einer Gesamtstärke von 2 tappen, damit man das überhaupt benutzen kann. Dann darf es aber noch nicht angreifen, oder? Das weiß ich immer nicht, ob es dann angreifen darf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, Chat rotiert schon wieder. Chat rotiert. Noch nicht, nee, kann man nicht angreifen. Gut. Aber ich könnte damit blocken. Wenn er jetzt mit seiner Schildkröte angreift, könnte ich blocken. Und er hat 5 Mana. Und er hat Zauber mit Mana-Kosten und 5 oder mehr. Jetzt kommt irgendein krasser Zauber. Oder ein Wirt. Je nachdem. Mein Gegner spielt ja auch Sealed. Das heißt, er hat auch nicht unbedingt die Karten, die er haben will, sondern die Karten, die er bekommen hat. Bestimme 2 Kreaturen in der Wahl, bringe die Kreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ah, okay. Und er holt nochmal den Wirt raus, alles klar. Dafür kriege ich... Moment! Ich krieg meine Maus nicht? Ah, das ist so, dieses Tokens kann man nicht auf die Hand schicken, Ding, ne? Die werden dann nämlich einfach zerstört. Okay, Zerstöre eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger, ist aber kein Spontanzauber. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen. Wir können unsere Kutsche gerade nicht bemannen, außer wir spielen den Meister hier. Haben wir mittlerweile genug Mana? 5, 6, ne, haben wir nicht. Ja, doch, damit hätten wir jetzt genug Mana für Bären. Wenn wir ein Artefakt opfern. Ja, dann machen wir Bären, oder? So, jetzt machen wir es richtig. Opferer, jetzt. Wir wollen grünes Mana. Ich glaube, wäre jetzt auch egal gewesen, ehrlich gesagt. Und jetzt machen wir Bärenalarm hier. Zack! Schön 3 Bären. Bam. Und jetzt können wir nämlich mit den Bären auch den bemannen.
Jetzt kommt ein Bär und eine Maus, fahren jetzt mit einer Kutsche. Ja, ihr könnt euren Augen trauen. So, und diese von einer Bär und einer Maus gesteuerte Kutsche greift an. Perfekt. 4 Schaden gemacht. Und wir haben einen Haufen Bären am Start, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob er seinen Zauber mit... Nee, er hat nur immer nur seinen Wirt. Er hat keine 5-Mana-Zauber. Wenn du eine Kreaturenkarte mit Abenteuer ziehst... Oh, nein! Oh. Aber spielt er jetzt das Abenteuer oder spielt er... Ich glaube, er spielt das Abenteuer, oder? Weil das hier hell ist. Dann zieht er noch keine Karten. Du kannst eine Nicht-Kreaturkarte bestimmen, die du besitzt und die sich außerhalb der Partie befindet, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Außerhalb der Partie? Kommt der jetzt hier mit Pokémon-Karten um die Ecke oder was? Spielt er jetzt ein Bisasam? Was passiert jetzt? Oh, groß wie eine Bohnenranke, hat aber keinen 5-Mana, von daher zieht er keine Karten. So, jetzt müssen wir clever sein. Jetzt müssen wir clever sein. Okay. Ich würde sagen, wir greifen erstmal an. Wir packen mal einen Bären hier rein. Wir packen einen Bären in die Kutsche. Greifen an. Oh, wir ballern richtig rein. Richtig angreifen. Und wir haben, falls er irgendwie blockt, haben wir noch unseren Plattner, der eine Kreatur verstärken kann. Ja. +2/+2 für unseren Bären. Damit töten wir seine Schildkröte. Und bam, 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 bam. Okay. Sieht nicht so schlecht aus. Sieht nicht so schlecht aus. Und wir können ihn jetzt immer noch ausspielen. Einfach eine 3/2-Kreatur. Oder wir zerstören was. Er wird jetzt wahrscheinlich dieses Ding hier spielen. Was ist jetzt das Beste? Seelenraub. Sollen wir einen von denen zerstören, damit er nur eine Karte zieht? Oder ist es eigentlich egal, weil wir eh schon so viel Zeug haben? Ich würde sagen, wir spielen einfach den Typen, damit wir im nächsten Zug einfach mit ganz viel angreifen können, um ihn einfach zu zerstören. Okay. Wachsamkeit, Trampelschaden, aber keine Eile. Oh, jetzt hat er viel Essen, aber er hat keinen Mana. Das heißt, er könnte im nächsten Zug durchaus noch sterben. Okay, Riesengelegenheit. Wir haben aber momentan nicht genug Zeug. So, jetzt müssen wir schauen, wie gewinnen wir das Spiel jetzt. Wir haben 4, 7, 10, 11 Schaden auf jeden Fall. Wenn er meine... Nee, wir haben den noch, genau. Das heißt, er wird wahrscheinlich den blocken. Also müssen auf jeden Fall irgendwas zerstören. Wenn er 3 Kreaturen blocken kann, reicht es dann. 1, 2, 3. Dann, ja, das reicht eigentlich, ne? Also wir zerstören erstmal den. Aktiv. Yes! Da ist der nächste Sieg, der dritte Sieg! Sehr schön. Da sind wir doch. Ja, das war jetzt der Psychotrick, ne? Weil wir uns am Anfang dumm gestellt haben, hat er nicht damit gerechnet, dass wir gegen Ende nochmal so auftrumpfen. Und dann war er völlig verwirrt und musste aufgeben. Ja, er war psychologisch dazu gezwungen, aufzugeben. Sehr schön. Wir haben schon 3 Siege. Das heißt, wir können danach nochmal Sealed spielen. Ich habe in der Zwischenzeit aber auch das ähnliche Idee wie dieses Deck hier so ein bisschen ausgebaut. Können wir auch mal reingucken. Du hättest noch schön chatten sollen, ja, stimmt, aber gut. Er weiß genau, dass er falsch gemacht hat. Er weiß, dass er mich unterschätzt hat. Und tja, damit muss er jetzt leben. Damit muss er jetzt leben. Okay, gut. Kriegen wir hin. Top Deck, ja. Fantastisch. Läuft doch. Ich würde nur gerne unseren Planeswalker nochmal ausspielen. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber die Bären, ja, viele haben gesagt, die Bären sind scheiße, aber es stimmt natürlich auch. Oh, 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 der hat sogar den Typen schon als Avatar. Okay, aber keine Angst vor Avatar. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Auch wenn wir natürlich ein bisschen langsam sind. Aber wir haben 3 Mana. Hm, hm, hm.
Aber das ist eine Top-Karte. Auch eine Top-Karte. Auch wenn die teuer sind, ich würde sie erstmal behalten. Sind wir halt ein bisschen langsam, aber vielleicht ist der andere auch langsam, ne? Man weiß ja nie. Es gibt definitiv schlechtere Hände. Ah ja, guck mal. Ja, wir spielen erstmal einfach Mana aus. Jetzt kommt sein 1-2er Flieger. Oh, blau-schwarz. Das sind ekelhafte Decks. Da kommen jetzt. Wir tasten uns mal langsam ran, einfach. Wir schauen mal, was passiert. Counterspell, Removal. Nee, lässt er erstmal durch. Wunderbar. So. Der kriegt plus eins bis zum. Der ist zu. Eben wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, liege eine 1-1-Marke drauf. Okay, der will also viele Karten ziehen. Oh shit. Gut, für Removal brauchen wir zwei schwarze Mana, haben wir momentan noch nicht. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Gut, er kann aber noch nicht angreifen. Wir können ihn, wir haben auf jeden Fall Möglichkeit, ihn zu removalen, brauchen aber noch eine Weile. Ach doch, hat Haste das? What? What? Kann nicht angreifen, es sei denn, im Friedhof des verteidigenden Spielers befinden sich 7 oder mehr Karten. Er kann nicht blocken, es sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf deiner Hand. Ach Gott, Leute, was ist das denn? Also er kann blocken jetzt gerade, oder wie? Was ist denn das für eine Karte, Alter? 2 Mana? Sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf der Hand. Okay. Ich sehe schon ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt. Was aber... Ah, shit, wir brauchen schwarzes Mana. Fuck. Gut. Okay, Lebkuchenmann, jetzt liegt's an dir. Los geht's. Ja, der hat 1000 Counterspells auf seiner Hand. Das rieche ich doch von hier. So, und den können wir nämlich für einen Mana dafür sorgen, dass der so fucking schnell ist, dass den niemand blocken kann. So. Wir machen schön einen Schaden. In 20 Runden haben wir gewonnen. Überhaupt kein Problem. Bap! So, wir bräuchten ein schwarzes Mana, Freunde. Dann können wir hier schon ein bisschen weitermachen. Aber so sieht's eher schlecht aus. Gut, aber wäre kein schwarzes Mana gewesen. Ist fantastisch. Schon mal gar nicht so schlecht für uns. Shit, ey. Der hat, bei dem funktioniert es einfach. Gott. Wenn du eine zweite Karte ziehst innerhalb desselben Zugs, erhält er plus 2. Oh nein. Zum Ende des Zugs zwar nur, aber. So, jetzt. Schwarzes Mana. Come on. Shit. Ah, gut, okay. Da können wir seine Flieger zumindest blocken. Aber es sieht jetzt erstmal schlecht aus. Counterspell? Nein. Und natürlich schön. Lebkuchenmann macht seinen Schaden. Ja, er ist der Einzige, der hier ein bisschen Brot auf den Teller bringt. Und... Na gut, okay. Aber diese Flieger sind ein Problem. Ich brauche nur ein schwarzes Mana. Yes, sehr gut. Okay, er legt nochmal ein grünes ab. Das heißt, ein schwarzes könnte gut ein schwarzes Mana sein. Und dann haben wir hier schon mal einiges an Removal. Wir müssen nur da rankommen. Es sei denn, im Friedhof des Verteidigungsspielers befinden sich 7 oder mehr Karten. Okay, 2. Okay, aber er macht halt schon 4 Schaden pro Runde. Naja, obwohl, eine kann ich blocken. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nichts, okay, gut. Ah, die Spinne hält uns schon mal ein bisschen über Wasser. Das ist schon mal ganz gut. Es sei denn, er holt jetzt 2 blaue Mana und ein schwarzes Mana und macht... kann ein Artefakt zum Leben erwecken? Nee, er spielt nur die Kreatur. Okay, er hat eine Menge Flieger. Jetzt, come on, bitte. Nein, nein. Na, oh, doch, obwohl. Erzeuge einen Mana in der beliebigen Farbe. Yes. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein Removal. Aber wen wollen wir removalen, ist die Frage.
Dean, würde ich sagen. Ja. Okay, also wir spielen das Abenteuer. Erzeuge einen Mann einer beliebigen Farbe. Stimme eine Farbe, schwarz. Und jetzt Abenteuer der mörderischen Reiterin. Zerstöre eine Kreatur. Wieder. Du kriegst zwar zwei Schaden, aber... Wir halten uns über Wasser. Oh, jetzt kommt der Counterspell. Nein, er hat gar keinen. Was ist los? So, und wir aktivieren natürlich wieder unseren Lebkuchenmann. Ey, nur noch 18 Züge und wir haben gewonnen. Weiter zum Angreifen. Ein Angreifer. Okay, wir kriegen immer noch zwei Schaden pro Runde, aber es ist schon mal nicht so schlimm. So, und die kann ja erzeuge einen Mann einer beliebigen Farbe, aber nicht direkt. Die muss eine Runde warten, leider. Okay. Also, wir haben jetzt ein schwarzes Mana zu ziehen, wäre natürlich viel besser, aber wir kommen natürlich langfristig mit der auch ran. Passend zum Angreifen. Okay, also wir können immer noch eine blocken, aber wir kriegen halt immer noch zwei Schaden pro Runde und das sieht nicht gut aus. Auf 8, okay. Oh nein, jetzt kommt... Warum spielt er auch immer noch weitere Sachen aus, wenn das, was er schon hat, schon so krass ist? Ah, fuck. Wenn der Hellsicht 2 an. Okay, jetzt mal überlegen. Die kann ich im nächsten Zug garantiert... ein schwarzes Mana erzeugen. Mit dem könnte ich vielleicht ein schwarzes Mana suchen, hab dafür aber eine bessere Kreatur. Aber da er eh nur Flieger hat, kann der eh nichts blocken. Obwohl ein Angreifer, na, obwohl er hat den hier. 5-5. Der ist mehr Risiko, die ist sicherer. Aber ey, Risiko ist mein zweiter Name. Ist ein ungarischer Name und... Komm, schwarzes Mana, Hellsicht 2. Yeah. Ja, wir sind all in gegangen. Manchmal muss man schlecht spielen. Kein Angriff, wir haben keinen Mana leider mehr. Wir haben leider kein Mana für unseren Lebkuchenmann. Das heißt, wir müssen mal eine Runde pausieren. Das heißt, in 17 Zügen erst. Komm, ich will dieses Spiel nicht verlieren, nur weil ich kein schwarzes Mana ziehe. Das wäre jetzt echt lame. Oh, aber er kann auch gerade nicht blocken, ne? Wenn du 4 oder mehr Karten... Okay. Und Friedhof gelegt wird, fügt jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Ja, blocken wieder einmal. Okay, nur noch 6 Lebenspunkte. Come on. Oh nein, was kommt da? Doppelgrün, schwarz. Oh nee, ey, warum spielt der immer noch mehr aus? Man sollte... Ja, das war's, glaube ich. Jetzt. Okay, aber wir haben schwarzes Mana, immerhin. So, was müssen wir jetzt... Was ist das Wichtigste? Der kann den blocken. Ich glaube, es ist fast egal, ehrlich gesagt. Obwohl... Nee, wir müssen schon einen Flieger töten. Wir müssen schon Flieger töten. Auch wenn die Bodenbilanz momentan auch nicht gut aussieht, ehrlich gesagt. Ja, das ist natürlich jetzt auch super scheiße. Und jetzt würde ich ehrlich gesagt eher was essen. Um mich vielleicht noch eine Runde über Wasser zu halten. So, und wir haben noch... Nee, ich glaube, ich brauche meinen Lebkuchen... Naja, obwohl ich habe 2 Boden. Ich glaube, ich kann mal angreifen für meinen Lebkuchen. Okay, noch einen Schaden. Nur noch 16 Züge und ich habe gewonnen. Vielleicht können wir den Zug noch überleben. Vielleicht.
Vielleicht. Ich meine, danach haben wir einen Lifelink. Das heißt, wir regenerieren Lebenspunkte wieder. Dann können wir vielleicht... Oh, fuck, ey. Das ist haarig. Warum tötet er einen 2-3 anstatt einen 5-4? Weil der 5-4 nicht angreifen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kann er schon angreifen. Wusste ich nicht, aber gut. Ja, sorry. Missplay. GG. Na gut. Übersehen. Beruhigt euch, alles gut. Schade, ey, aber drei Siege, drei Niederlagen ist absolut in Ordnung für mich. Ich bin völlig zufrieden und insgesamt, glaube ich, lief es ganz okay. Dafür, dass ich nicht viel Erfahrung mit Sealed und Draft und sowas habe, glaube ich, war es okay. Komplett neues Set. Und es ist ein Einstieg und wir haben viele coole Dinge gesehen, auf jeden Fall. So, Preis abholen. Wir kriegen auf jeden Fall 1200. Ich glaube, es hat 1500 gekostet, mitzuspielen. Wir gehen mit 1200 raus. Top. Dazu noch Karten. Und Booster, wir machen die Booster natürlich auf. Das ist die Frage, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Was gibt's hier? Haben wir noch weitere Mythic-Karten? Haben wir noch ein paar Planeswalker? Ja, es gibt schon so diese Questing-Beasts oder so, die super stark sind. Mal gucken, ob wir was finden. Noch ein schönes Lebkuchenhaus, fantastisch, finde ich immer gut. Flankenangriff haben wir auch schon, Flutterfuchs. Solange du ein Artefakt kontrollierst, fliegt der. Turnierattrappe, Artefakt. Mantel der Gezeiten und eine silberne Wildcard ist natürlich super. Und hier haben wir den Faulschlamm-Ritter. Abenteuer, du erziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay. Und 1-1 Todesberührung. Gar nicht so doof eigentlich. Und was haben wir hier? Die Gans! It is the Gans! Praise the Goose! Sehr schön. Wir haben die Gans. Fantastisch. Die kommt direkt in unser neues, in unser Essensdeck rein. Fahrender Oger ist dabei. Immer wenn er angreift, erhält ein anderer angreifender Ritter deiner Wahl bedrohlich. Ewige Jugend, Hexerei. Lege eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten in der Wahl aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Wow. Ziehe eine Karte. Nicht schlecht. Schnitter der Nacht, 7 Mana. Immer wenn der Schnitter angreift und falls der Verteidigungsspieler 2 oder weniger Karten auf der Hand hat, erhält er Flugfähigkeiten. Der Gegner wirft 2 Karten ab. Für 4 Mana 2 Karten abwerfen. Ohne selber eine Karte zu bezahlen, weil es ja Abenteuer ist. Das ist schon... schon fies. Wenn du eine zweite Karte innerhalb des Zuges siehst, dann haben wir es auch schon oft gesehen, diesen Effekt. Und die Grabhügelhexen. Ich werfe mal +7/+7. Erweckende Fee. Und hier haben wir Bringerin des Schweigens. Kreaturen, die ins Spiel kommen oder sterben, lösen keine Fähigkeiten aus. Ist bestimmt auch ganz nett, wenn man diesen Effekt haben will. So, nochmal Flutterfuchs. Zugbrücke, den Propheten haben wir auch schon gesehen. Magischer Schlaf, zaubert eine Kreatur. Wenn sie ins Spiel kommt, tappe, wird nicht mehr enttappt, kennt man auch. Oh, wenn die stirbt oder wie sie abwirft, erzeuge eine Speise, Spielstein 3-3. Tötendes Feuer, fügt einem Ziel 3 Schadenspunkte oder Adamant. Wurden dafür 3 oder mehr rote Mana ausgeben, 4. Okay, und was haben wir hier? Das verliebte Biest, golden. Das verliebte Biest kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine 1-1-Kreatur. 5-5 für 3 Mana ist natürlich eine tolle Karte. So, wir gehen mal in mein Deck. Ich habe mir schon ein Deck gebaut, Riesenhunger heißt das. Und die Idee ist, dass wir viele Speisespielscheine erzeugen, weil ich finde, es gibt einige coole Sachen, die man damit machen kann. Natürlich haben wir 3 Mal einen Lebkuchen drin, ist klar, muss sein. So, wir haben nämlich zum Beispiel diesen bösen Wolf, den ich immer cooler finde, ehrlich gesagt. Der nämlich, wenn er einen Speisespielstein frisst, wird er unverwundbar für eine Runde und kriegt eine 1-1-Marke obendrauf. Das heißt, er wird immer stärker und man kann damit alles blocken, was man will. Man kann es als Combat-Trick machen. Der Gegner weiß nicht, ob man es macht. Super toll. Böser Wolf ist drin. Und wir haben natürlich Garuk mit drin, weil ich den einfach hab. Und dadurch haben wir noch ein bisschen schwarzes Removal. Mord ist natürlich mit drin. Mörderische Reiterin ist mit dabei. Backe Kuchen. Und Opfer des Krieges, einfach weil es eine weirde Karte ist. Für 5 Mana bestimme eines oder mehrere. Das heißt, du kannst ein Artefakt und eine Kreatur und eine Verzauberung und ein Land und ein Planeswalker zerstören. Super krass. So, ich überlege mir jetzt noch, was wir raustun müssen für die Gans. Triple Gans.
Spur aus Brotkrumen ist auch gut. Immer wenn eine Speise geopfert wird, darf ich eine Karte ziehen. Das ist auch schön. Trophäe der Meuchlerin habe ich auch reingetan. Vielleicht hole ich mir da noch eine. Ich habe davon nur eine Karte, aber die ist richtig stark. Ist ein Removal, dafür kriegt der Gegner ein Land. Aber es kostet halt nur 2 Mana. Das ist schon super stark. Die erzeugt auch Kreaturen. Nissa ist einfach drin, weil sie stark ist. Wir haben noch ein paar Bombs mit drin. Heulender Riese. Ich glaube, der kann raus. Dafür kriegen wir eine Goose rein. Ah, nee. Ah, okay, ist schon einer drin. Wir schauen mal, wie es läuft. Wir gucken mal rein. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Lass uns mal ein Spiel machen, dann gehen wir kurz in die Werbung. Standard mit Rangliste, mit Riesenhunger. Einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Es geht jetzt gar nicht darum, super krass zu spielen, sondern einfach, ich finde einfach diese Speisespielsteine sehr cool. Und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und was wir uns dann noch draften können. Ach ja, schwierig. Nur 2 Schwarze ist natürlich schon ein großes Problem. Okay. Wir können Zug 3 Riese machen. Zug 3 Riese ist incoming. Erster Zug ganz. Zweiter Zug erzeugt einen Speisespielstein. Dritter Zug Riese. Wenn wir noch einen Mana ziehen. Oh, das wäre so gut. Zug 3 Riese. Zug 3 Riese. Nein, gib mir einen Mana. Ich glaube, ich erzeug lieber eins. Komm, gib mir bitte noch einen Mana für Zug 3 Riese. Bitte. Bitte. Das ist der stärkste Zug in der Geschichte von Magic the Gathering. Nein, nicht die Gans. Aber egal, die Gans hat ihren Dienst geleistet. Jetzt gib mir einen Mana. Fuck. Gut, dann eben nächsten Zug. Nächster Zug. Fuck it. Zug 4 Riese. Zug 4 Riese. Zug 4 Riese. Und die ist nämlich sogar Hexproof. Die kann nicht verzaubert werden. Bam. Zug 4 Riese. Zug 4 Riese. Counter es nicht. Bitte counter es nicht. Nein! Naja, was ist das denn, Alter? Blau-Rot. Das war mein Zug 4 Riese. Nein! Nein! Oh, nee! Oh, Mann, wie lächerlich, ey. Und ich hatte sogar noch einen zweiten, den habe ich abgeworfen vorne. Musste ich aber. Was willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das denn für ein Scheißdeck? Aber weißt du, was bleibt? Meine Speise bleibt. Ja, können wir eigentlich lassen, ey. Wenn der einfach nur mir alles versauen will. Oh Mann, bitte spielt nicht solche Decks. Das ist doch so langweilig. Gut. Okay, wir gucken mal. Wir spielen das einmal. Wir schauen mal, ob wir was Vernünftiges ziehen. Oder wir machen gar nichts. Nee, komm, lassen wir. Ohne Witz. Habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen ins nächste Spiel. Ah, gegen sowas will ich nicht spielen. Ich will meinen Riesen haben. Wir kriegen das heute noch hin. Wir kriegen das heute noch hin. Zug 3 Riese ist möglich. Ich habe schon einmal habe ich schon geschafft Zug 3 Riese. Einmal habe ich schon geschafft Zug 4 Riese. Beide Spiele verloren. Also von daher nicht ideal. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Okay, wir haben schon mal die Gans. Wir haben die Gans und wir haben es war einmal. Die ist super, weil wenn man die als erste Karte spielt, ist sie kostenlos. Weil so beginnt jede Geschichte. Und wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Mana. Vielleicht können wir uns mit es war einmal ja sogar die Riesengelegenheit raussuchen. Und dann haben wir Zug 3 Riese. Es ist möglich. Zug 1, Zug 2, Zug 3 Riese. So. Jetzt. Das ist jetzt sein Zug oder mein Zug? Nee, das ist mein Zug, weil ich kann was ausspielen. Aber ich hab... Ich schau's einfach aus. Ganz raff ich's nicht, ehrlich gesagt. Okay. Wir haben keine Riesengelegenheit. Was holen wir uns? Wir haben 3 Mana in der Hand. 4 mit Radiestroiden.
Ich glaube, wir brauchen schon ein bisschen Zeug, ne? Aber er spielt weiß. Vielleicht wäre deine Reichweite ganz gut. Obwohl der Lebkuchenmann natürlich auch gut ist. Ich glaube, wir holen uns den. Vielleicht brauchen wir Reichweite. Wir gucken mal, wie es läuft. Gut. Also, er hat jetzt die schon. Du hast Fluchsicherheit. Es sind diese Lady in den Karten, weil er einfach denkt, er ist einfach egal. So, und jetzt spiele ich erst den. Gut, hätte ich auch in seinem Zug spielen können. Ja, gegeben. Ist gegeben. Weil der hat Aufblitzen. Keine Angriffe. Soll ich die ganz spielen? Nee. Nee, glaube ich nicht. Okay, er spielt schwarz-weiß, das heißt nervig. Oh Gott, der ist die schlimmste Karte. Ich hasse den so sehr. Ich hasse ihn so sehr. So, jetzt spielen wir erst ein Land. Dann spielen wir, würde ich sagen, die goldene Gans. Haben noch zwei Mana übrig. Können also zwei Mana ausgeben, um den zu buffen auf 4-4. So, hat er Death Touch? Nein. Und greifen an. Gott, diese Karte ist so schlimm. Die ist so schlimm. Der kostet ein Mana. Für drei Mana plus drei und Todesberührung bis zum Ende des Zuges und mehr als vier Schaden zugefügt wurde, kriegt er plus eins für immer. Gut. Okay, er hat unsere Reiterin zerstört. Das ist nicht optimal, aber ist auch nicht furchtbar. Jetzt schauen wir mal, was wir machen. Seelenraub, zerstörende Kreatur. Ja, mache ich einfach, weil ich den nicht leiden kann. Ich kann den einfach nicht haben. Und jetzt würde ich sagen, opfern wir eine Speise, um Paradiesdruiden spielen zu können. Oder um Es war einmal zu spielen. Ich würde sagen, lieber Paradiesdruiden. Von einem Schweine. Weil mit der können wir zur Not angreifen und wir kriegen Mana. So, wir schauen mal, wie es läuft. Momentan noch ausgeglichen. Ich habe eine Menge Gänse am Start. Das heißt, selbst wenn er sein... Okay. Passt schon. So, gerissene Jägerin. Immer wenn sie angreift, erzeugt sie einen Food-Token. Das ist natürlich super für uns. Und jetzt könnte ich noch das opfern für Es war einmal. Ja, mache ich. Oh, welches Mana habe ich jetzt ausgesucht? Jetzt habe ich bestimmt das falsche Mana ausgesucht, oder? Aber es ist eigentlich egal, weil die erzeugt, kann eh grün erzeugen. Das macht mich echt fertig. So, ja, böser Wolf. Ist super. Keine Angriffe. Okay, an sich läuft es nicht schlecht. Die erzeugt auf jeden Fall jede Runde einen Food-Token. Mit böser Wolf kann ich den immer auffressen. Die können das eh auch erzeugen. Gut, er kriegt jetzt jede Runde, wird der stärker, aber das ist okay. Noch ist er vertretbar. Okay, alles klar, hier geht alles drauf. Zerstöre bis zu drei Kreaturen in der Wahl mit Widerstand von jeweils X oder weniger. Okay, cool. Gut, das heißt, unsere Gänse sind erstmal weg. Aber wir kriegen auf jeden Fall Food Tokens. Und das Tolle ist, der Wolf, wenn er rauskommt, kann er direkt eine gegnerische Kreatur angreifen. Das heißt, wenn der jetzt bei einer 2-2 bleibt, kann ich im nächsten Zug einfach töten. Okay. Lebensverknüpfung. Fügt einem Spieler oder einem Planeswalker einen Schaden zu. Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen und Planeswalker die kontinuierliche Lebensverknüpfung. Nein, nicht der. Nicht, bitte nicht der. Okay. So. Jetzt wen soll... Wohl oder Opfer des Krieges. Warte mal. 5 Mana, das ist ja mega krass. Nein, warum kann ich es nicht? 6 Mana, ich kann nicht zählen. Aber im nächsten Zug vielleicht. So, jetzt wen soll ich zerstören? Solange ist... Ah, jetzt haben sie keine Lebensverknüpfung. Ist die Frage, soll ich jetzt den zerstören oder den?
Und der ist im nächsten Zug eine 3-3. Der wird halt immer stärker. Für den muss er erst Mana ausgeben. Aber ich hasse diese Karte. Ich hasse sie so sehr. Soll ich mich von meinen Emotionen leiten lassen? Ja. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe schon so viele Spiele nur wegen diesem Dreckstypen verloren. Ich muss es einfach tun. Ah ja, stimmt. Okay. Vielleicht blockt er ihn auch. Vielleicht kriege ich ihn so kaputt. Passt eigentlich. Aber vielleicht will er den auch gar nicht opfern, weil der wird stärker. Und sobald er 6 Stärke hat, kriegt er auch noch Lebensverknüpfung. Gut, hätte er jetzt hier eh in seinem Zug auch, aber... Naja, okay. So, wir brauchen noch einen Mana und dann wäre natürlich Opfer des Krieges fantastisch. Gut, wenn ein Planeswalker jetzt nicht verliert. Damit können wir Planeswalker, Verzauberung, Kreatur und Land alles gleichzeitig zerstören. Natürlich super. Gut, also er opfert sein Ding, kriegt jetzt aber gleich nochmal einen neuen. Das ist in Ordnung. Okay. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus. Zombie-Spielsteine haben Todesberührung. Mein, warum müssen immer meine fucking absoluten Hassspielmechaniken auftauchen? Ich hasse Todesberührung. Aber wir haben Unzerstörbar. Und Unzerstörbar ist stärker als Todesberührung. Nein, oh nein, ach Leute. Mann, ich hab da keinen Bock drauf. Okay. Sehr, oh fuck. Wir haben genau einen Mana zu wenig für die beiden. Shit. Aber der ist kein Zombie. Ja, Leute, aber das können wir nicht machen jetzt. Wenn ich jetzt meinen bösen Wolf... Oh Mann, warum Todesberührung? Warum fucking Todesberührung? Okay. Wenn mein Wolf angreift, dann tötet und lässt er den, dann muss ich, mache ich ihn unverwundbar, dann stirbt er, aber er kommt im nächsten Zug ja wieder. Und er hat immer wieder Todesberührung. Das heißt, jede Runde hat mein Gegner ein fucking Token mit Todesberührung. Und ich kann nichts dagegen tun. Mit der kann ich nicht angreifen, sonst wird er wahrscheinlich die rausnehmen. Das bringt nichts. Bringt einfach gar nichts. Der Todesberührung ist halt auch scheißegal, ob der ein... Was? Er lässt mich den töten? Ja gut, er bringt ihn wieder, immer wieder zurück, ne? Ja. Ach ja, keine Ahnung, ey. Da ist alles scheiße. Ah, das ist furchtbar. Na, es sieht nicht. Wir brauchen halt nur ein Mana, bitte. Wenn wir ein Mana ziehen. Ein einziges Mana ziehen. Gib mir nur ein Mana. Einfach nur ein Mana. Ein einziges Mana. Ein Mana. Gib mir einfach ein Mana. Bitte ein Mana. Bitte. Gib mir einfach ein Mana. Nein! Gib mir noch ein Mana, Mann! Alter! Psst. Ach komm. Bitte gib mir ein Mana, einfach nur ein Mana. Bitte. Bitte. Ja, ein Mana, wir machen alles kaputt bei ihm. Alles kaputt. Seine scheiß Verzauberung, seine scheiß Kreatur, sein scheiß Planeswalker, alles geht kaputt. Alles. Nein, hol nicht den. Dieses Spiel ist mein persönlicher schlimmster Albtraum. Ah, ich hasse alle diese Karten. Okay, komm, jetzt bitte gib mir einfach einen Mana. Bitte. Bitte. Ich habe genug Mana im Deck. Tu es. Einfach ein Mana. Nein.
Okay, aber es ist nicht so schlecht. Wir können zumindest irgendwas kaputt machen. Zerstöre eine bleibende Karte. Ja, okay. Ja, obwohl, auf der anderen Seite, wenn man halt sagt, im nächsten Zug könnten wir einen Mana ziehen, hätte man dann natürlich umsonst den Planeswalker kaputt machen können. Vielleicht war es falsch, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich dachte, diese Vampir-Crap hätte sich erledigt. Ja, vielleicht war es falsch. Aber Invasion will ich auch nicht zerstören, weil das kann ich auch mit Opfer des Krieges zerstören. Vielleicht hätte ich den doch tatsächlich zerstören sollen. Aber ich habe jetzt schon so viele Ressourcen aufgebracht, den zerstören oder den hier. So, jetzt die Frage, wie wir angreifen. Er hat einen mit Todesberührung. Ich würde mit allen angreifen, ehrlich gesagt. Aber dann stirbt die und es stirbt definitiv noch einer. Das ist eigentlich dumm. Ich kann eigentlich nur mit dem Wolf angreifen. Oder Trampel. Nee, das ist dumm. Die kriegt immer wieder Todesberührung. Okay. Frisst ein Token, wird unverwundbar, 5-5. Ich meine, auf der positiven Seite ist, er hat halt auch einfach gar keinen Schaden. Also ich bin 19. Also klar, er hat ziemlich viel ätzendes Zeug, aber es ist alles defensives ätzendes Zeug. Von daher nicht so wild und er verliert jede Runde einen Lebenspunkt. Von daher, ach ja. Ich glaube, er verliert seinen Scheiß auch zumindest. Cool. So, jetzt bitte gib mir ein Mana. Komm, bitte, bitte gib mir doch einfach. Yes! Na, also. So, Opfer des Krieges. Jetzt aber. Was machen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nimm, 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 nimm. Ist das ein Artefakt? Nee, ne? Okay. Da also, nehmen wir eine Kreatur, hätte ich gerne. Eine Verzauberung und ein Land hätte ich gerne. Dankeschön. Wähle eine Verzauberung aus. Ja, die hier nehme ich. Wähle ein Land aus. Nehmen wir das hier. Tschüss. Bäm. So. Jetzt, Freunde. Jetzt, Freunde. Nächster Zug, Garuk. Was kommt da jetzt für ein Quatsch? Fliegen. Ah, oh, der zerstört halt sofort unseren Planeswalker. Naja, nicht sofort. Er hält Wachsamkeit, aber er kann nicht mehr Schaden bekommen. Todesberührung. Aber Todesberührung wirklich gegen Planeswalker. Okay. So, wir müssen jetzt mal schauen, wie es läuft. Oh, wenn der den irgendwie neutralisiert oder zerstört, dann war's das einfach. Zerstöre eine Kreatur, stimmt, hat er auch. Aber Seelenwanderung 2, dann kriegt er 2 Tokens und dann stirbt Garuk sofort. Nee, ich hab, wenn er lebt, habe ich die Chance, im nächsten Zug nochmal 2 Wölfe zu erzeugen. Und er hat nur noch 9 Lebenspunkte. You're not scared of dogs, are you? Aber wenn der jetzt nur noch auf 1 ist, kann ich den minus 3. Ah, vielleicht wär's. Ach, keine Ahnung. Shit, ey. Nein, jetzt kommt das fucking Mann, Alter! So, ja, wir haben 4 Wölfe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da nochmal rauskommen soll. Er macht zumindest 2 Schaden. Er ist auf 7. Ach, und der hat so seinen Ober immer krasser.
Was für ein ekelhaftes Spiel. Oh Gott. Ey, manche Niederlagen tun auch einfach mehr weh als andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ach Gott, GG. Ah. Dieses Spiel hat mich gebrochen. Was ich jetzt, ich brauche jetzt echt eine kleine Werbepause. Dann kommen wir wieder, dann gewinne ich hier, dann mache ich ein bisschen was kaputt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ich habe mich regeneriert, ich habe mich beruhigt und wir kriegen noch da ein Booster-Pack obendrauf, weil wir ein Tagesquiz abgeschlossen haben. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch ein paar neue Karten, die uns helfen fürs nächste Spiel. Wir haben wieder ein Abenteuer. Lebensverknüpfung G. Du hältst X, ah, da hatten wir schon, ne? Wobei X der Anzahl an Rittern ist. Ja, so ein Ritterdeck, ne? Verzauberte Kreatur hält 2, minus 2, minus 0. Sie hat stattdessen minus 6, minus 0, solange sich 7 oder mehr Karten im Friedhof befinden. Hält sich 2. Goldenes Ei, sehr gut. Haben wir auch im Deck? Nee, habe ich ja wieder rausgenommen. Hydra-Schildkröte haben wir auch gerade gesehen. Und überforderte Zauberlehrung. Und was haben wir hier? Das wird nicht richtig angezeigt, ne? Ayara, Herrscherin von Loctwain. Immer wenn sie oder eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Mhm. Tappe, opfere eine andere schwarze Kreatur, ziehe eine Karte für 3 schwarzes Mana. Mhm. Interessant, interessant. So, ich habe gerade gesehen, wir haben leider doch nicht genug Edelsteine für Sealed. Man braucht dafür 2000. Wir haben nur 1800. Das heißt, wir brauchen noch welche. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie man die kriegt. Aber wir schauen mal. Vielleicht tauchen wir hier auf. Just call me Meepo. Okay, wir schauen mal. Wir haben leider nur 2 Mana, dafür haben wir alle Mana-Farben. Seelenraub ist günstig. Also am Anfang sehr controllig. Beziehungsweise 2, 3 Mana, ein schwarzes. Ich würde sogar sagen, ja, ich weiß es nicht. Klar, ist 2 Mana wenig. Aber dafür, ich behalte es mal. Ja, da können wir aber noch 2 Lebenspunkte zahlen, falls wir im zweiten Zug unbedingt was zerstören müssen. Ja, und wir haben ja relativ billige Karten gezogen. Von daher vielleicht, also wir haben auf jeden Fall erstmal eine Menge Removal. Und wir haben unseren Lebkuchenmann. Und der dreht das Ganze schon. Der braucht halt einfach nur 20 Züge. So, der braucht halt 20 Züge. Aber dann passt schon. Okay. Zug des Gegners. Wir haben 4 Blaues. Okay, er zieht Karten, um Karten zu ziehen. Das ist immer gut. Aber das ist schon ein bisschen bedrohlich. Ich würde sagen, tappt ins Spiel, brauchen wir nicht. So, vielleicht haben wir jetzt tatsächlich einen großen Fehler gemacht und wir ziehen einfach nie wieder Mana. Aber selbst dann könnten wir noch diese beiden Removals spielen. Schade, dass diese Vorschau weggeht, wenn man irgendwas klickt hier. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Wir könnten natürlich mit... Nee, ich wollte gerade sagen, wir könnten mit Trophäe der Meuchlerin das weiße Land zerstören, damit er vielleicht keine weißen Länder ziehen kann. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man damit ja eine Länderkarte ins Spiel bringen kann. Ich finde es echt blöd, dass die weg ist, wenn man irgendwas drückt. Oh, weiß, blau, rot sogar. Okay. Spannend. Was da jetzt kommt, wahrscheinlich erstmal gar nichts. Sondern er hat eine Menge Schock. Eine Menge Removal und eine Menge Schicke ins Exil. So, mit Riesengelegenheit können wir auch 3 Speisespielsteine bekommen. Nee. Ich habe eigentlich schon genug Zeug im Deck, wo wir noch einen Speisespielstein kriegen. Und dann haben wir einen Riesen. Das wäre natürlich fantastisch. Weil eins hat er nicht in seinem Deck, nämlich... Ja gut, er kann es natürlich countern. Aber Removal hat er vielleicht nicht so viel. Na, mal gucken. Keine Ahnung. Okay. Er spielt erstmal sehr defensiv, was
sehr unangenehm ist, weil da kommt bestimmt... Okay, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Schaden. Jetzt haben wir auch zwei Food Tokens und jetzt können wir dann gleich unseren Riesen beschwören, wenn er das nicht countert, was er wird. Yep. Cool. Cool Story. Warum laufe ich immer in diese Counter-Decks rein? Ich meine, ich habe viel Removal, aber er hat wahrscheinlich keine einzige Kreaturenkarte in seinem gesamten Deck. Ja, er hatte jetzt halt noch vier Counterspells auf der Hand. Da bringt mir mindestens Nissa auch nichts. Aber vielleicht können wir noch einen mit Trophäe der Meuchlerin rauslocken. Ja. Cooles Deck, mein Freund. So. Ich glaube, all diese Karten sind nutzlos. All diese Removal-Karten sind nutzlos, weil er hat keine einzige Kreatur wahrscheinlich. Okay. So, wir könnten Nissa spielen, aber ja. Er hat hundertprozentig Counterspells, von daher, was soll man machen? Was soll ich machen? Ich könnte sie als Kreatur spielen. Ich glaube, das ist jetzt fast das Sinnvollste, ehrlich gesagt, sie als Kreatur zu spielen. Bei Removal haben wir so auch noch drin. Und vielleicht können wir so zumindest noch einen weiteren Counterspell von ihm rauslocken. Na, jede Runde zwei Lifelink ist natürlich... Ah, okay. Gut, jetzt haben wir zumindest jede Runde drei Schaden und zwei Lifelink. Das heißt... Ach nee. Es ist ja ein maximal, ich will nicht, dass du Spaß hast, Deck. Er hat verschiedene Möglichkeiten, mir auf den Sack zu gehen. Das ist doch immer schön. Ja, sollen wir Nissa spielen einfach im nächsten Zug? Aber er wird ein... Na, guck, wir schauen erstmal. Wir schauen erstmal. Ich meine, das ist ja das Ding. So, man muss sich ja auch seinem Spielziel anpassen. Er macht ja auch nicht viel. Gut, er zieht 100.000 Karten, hat 100 wahnsinnig viel Mana. Ja, soll ich es mit Nissa versuchen? Was soll ich denn machen? Ich meine, der wird ja immer Mana übrig haben. Ich meine, was soll ich denn machen? Komm, Leute, ich würde gerne ein Spiel spielen. Deswegen würde ich hier einfach gerne ins nächste Spiel gehen. Weil ich habe Lust, dieses Spiel zu spielen und nicht einfach dabei zuzugucken, wie ich gar nichts machen kann. Okay, ich glaube, hier kriegt man aber nur Gold, ne? Hier kriegt man keine Edelsteine. Aber ich glaube, über dieses XP-Ding kriegt man Edelsteine, vielleicht so. Habe ich was Flugsicheres? Nee, ich habe was unzerstört. Ja doch, ich habe meine Paradies-Druidin, die ist flugsicher, wenn sie nicht getappt ist. Und unzerstörbaren Wolf habe ich. Okay, das alle Zug 3... Riese, ihr seht es, Zug 3 Riese, beziehungsweise nicht, weil wir hier das getappt ist. Aber vielleicht ziehen wir noch ein Land. Vielleicht, passt schon. Okay, Freunde, pass auf, Zug 3 Riese, hier kommt's. Hier kommt es. Hier kommt der Zug 3 Riese. Wir müssen noch einen Mana ziehen oder es wird Zug 4 Riese. Aber wir werden einen Riesen sehen in diesem Spiel. Gut. So, wie mache ich das jetzt am klügsten? Der kann schon angreifen. Warte mal. Zug 2. Zug 3. Und Zug 4 ist Riese. Oder? Ich glaube... Oder jetzt schon Jägerin...
Im nächsten Zug greifen wir damit an und erzeugen ein Durchguss und machen dann, ja, ich glaube, jetzt Jägerin ist besser. Auch wenn wir damit jetzt eins opfern müssen, aber ich glaube, es ist besser, weil die erzeugt ja auch wieder Speisetokens, immer wenn sie angreift oder blockt. Und da wir eh... Nee, stimmt nicht. Ja, nee, ich glaube, es war ganz okay. Weil wir haben keine 3 Mana und 2 Food Tokens in Zug 3. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Oh, ho, ho, ho. Oh, oh, ho, ho, ho. So, jetzt müssen wir den spielen. Und jetzt machen wir die Gans. Zack. Er greift an. Wir kriegen... Und der nächste Zug, Riese. Nächster Zug, Riese. Und dann vielleicht noch ein Riese. Und noch ein Riese. Nee. Okay. Sieht gut aus. Vielleicht sehen wir einen Riesen. Vielleicht sehen wir heute einen Riesen. Vielleicht ist es möglich. Grün-Rot, der kann nichts gegen meinen Riesen machen. Der kann nichts machen. Kreaturen können nicht neutralisiert werden. Kreaturenspielsteine haben Aufruhr. Von mir aus. Aufruhr ist, glaube ich, entweder Eile oder +1/+1. Ja, genau. Wenn du sie auch mit Aufruhr ins Spiel bringst, entscheidest du, ob sie 1/1 Marke oder Eile erhalten. Okay. Passt schon. Ist okay. Ich habe einen Riesen. Ist mir egal. Du hast Wildschweine und Tokens, aber ich habe einen Riesen. Kann mir eigentlich jemand erklären, warum hier auf einem Riesenmonitor seit einer Stunde What is Love läuft eigentlich? Ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen. Aber merkwürdig ist es schon ein bisschen. Aber ich habe nichts dagegen erstmal. Aber nicht ganz gut. So, jetzt. Achtung, Riesengelegenheit. Achtung, hier kommt der Riese. Whip, whip. Bam, da ist er. Da ist er einfach. Da ist der Riese. Und unser zweiter ist auf dem Weg. Sehr schön, es funktioniert. Es funktioniert. Es sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Wir haben einiges. Und das, ja, wir kommen gut zur Rande. Wir kommen gut zurecht. Wir können gleich nochmal angreifen. Wir können im nächsten Zug unseren zweiten Riesen ausbauen. Wir greifen an. Zack. Nach dem Angriff, Riese. Passt. Dann soll er mal gucken, was er macht. Nicht umsonst heißt dieses der Riesenhunger. Oh, der Harpunier, da geht die Goose. Da geht die Gans. See you later. Ciao, Gans. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Ah, Aufruhr hat er jetzt auch. Moment. Nicht, ah, ich hab's falsch gelesen. Nicht Spielsteinkreaturen haben Aufruhr. Okay. 4-3 ist ziemlich beeindruckend, aber naja, ich habe einen Riesen. Okay. Also, für Riesen brauchen wir alle 3 Mana. Das heißt, ja gut, wenn wir jetzt angreifen, ist die halt tot. Was ist wichtiger, eine 3-3 oder ein Riesen? Ich glaube, ihr kennt die Antwort, Freunde. Tja. Aber dann stirbt er halt auch, ne? Also muss er sich überlegen, wie er das jetzt machen will. Ob er lieber 3 ins Gesicht kassiert. Aber es ist, glaube ich, hier sinnvoll zu blocken. Ja. Weil die erzeugt halt jede Runde Zeug. Oh, lässt er durch? Lässt er durch? 7 Schaden? Doch nicht blocken? 10 Schaden durchlassen? Was ist deine Idee, mein Lieber? Eternaria. Was geht in deinem Kopf vor? Nee, doch lieber so blocken. Doch lieber nicht töten. Oh, Doppelblock. Ist euch egal. Weiter. Bam, bam, bam. Zack, geht durch. Wunderbar. Reicht mir aber. Die Jägerin hat ihren Dienst erfüllt. Sie hat ein schönes Essen auf den Teller gebracht. Und damit zweiter Riese. Riese Nummer 2. Sämtliche Riesen, die dieses Deck erzeugen kann, wurden erzeugt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Ja, es passiert jetzt. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Mit deinem einen roten Mana.
Lass ich durch, weil der hat bestimmt irgendwas. Kreatur kriegt plus drei, irgendein Bullshit. Ist mir aber auch egal, weil so kann er nicht blocken und hat verloren. Es sei denn, er macht noch irgendwas. Ah, da darf man die auf die Hand nehmen, ne? Aber auf die Hand nehmen reicht erstmal nicht. Ich würde erstmal angreifen, ehrlich gesagt. Schauen, ob ich so schon gewinne oder ob ich noch was machen muss. Er hat keinen Mana leider, ne? Also das sieht jetzt eher schlecht aus, würde ich sagen. Ansonsten, was machen wir ansonsten? Bewahrer plus Paradiesdruiden. Ja, dann haben wir keinen Mana mehr übrig, ne? Vielleicht der hier lieber. Weiter zum Schaden. GG. Bam, bam. Sehr schön. Guck mal, das ist doch mal schön, wenn in einem von 10 Spielen das Deck einigermaßen aufgeht. Dafür bauen wir uns doch Decks, damit man in jedem 10. Spiel sagen kann, so, genau so war's gedacht. Aber wir kriegen keine Edelsteine, ne? Aber wenn wir hier 9 von 10, vielleicht wenn wir hier 10 haben, kriegen wir vielleicht Edelsteine. Na, schauen wir mal weiter. Vielleicht muss ich auch heute noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Haben wir überhaupt noch Zeit? Du kannst draften. Echt? Ich dachte, Draft ist schon ausgerödelt. Ah, gib den Draft für 1500. Oh, das machen wir, Leute. Das machen wir, Leute. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das wird ein schnelles Spiel. Ja, Doppelguss. Doppel, es war einmal. Fantastisch. Fantastisch. Damit ziehen wir ein schwarzes Mana mit, es war einmal. Oder eine Paradiesdruidin, so oder so. Und zieht ein schwarzes Mana, Leute. Perfekt, es läuft. Perfekt, so muss es sein. So muss es sein. Grün, grün, rot. Du kannst auch für 5000 Gold draften. Ja, aber noch nicht Throne of Eldraine. Das ist, glaube ich, noch nicht möglich. Aufruhr. Soll ich den direkt zerstören? Schon, oder? Bäb. Keine Angriffe. Nimm lieber den 5k Golddraft, aber ich dachte, der ist noch raus. Oder? Ich meine, Corsair 2020, ja, das spielt doch keiner mehr. Wir sind doch hier 2020 angekommen. 2021, wir spielen noch Eldraine. Ich will doch jetzt keinen 2020 draften, das habe ich schon so oft gemacht. Mit den Belohnungsgems kannst du dann Seal spielen. Okay, clever. Nee, dann wir machen den Draft für Edelsteine. Oh, Krenko! Good old Krenko! Okay, Krenko ist ein Problem. Ja, dann müssen wir den aber auch direkt removeln. Und dann machen wir das jetzt lieber gleich, bevor er den noch irgendwie... Ja, vielleicht wäre es besser, es in seinem Zug zu machen, keine Ahnung. Gegner, bevor ich den Moment verpasse. Aber es stimmt schon. Ihr habt recht. Ihr habt völlig recht. Ihr habt doch immer recht. So, er kriegt zwar einen Mana, aber ich krieg mit Paradiesdruiden auch einen Mana dazu. Von daher. Alle greifen an und ich krieg einen schönen Food-Token. Er hat noch Schocks auf der Hand. Hundertprozentig. Aber sie ist fluchsicher, solange sie nicht getappt ist. Das heißt, der Schock bringt ihm jetzt erstmal nichts. Die Frage ist, hat er Bolts auf der Hand? Okay, Krenko, er will es wissen. Er will es einfach wissen. Jetzt sind wir leider so ein bisschen die Arschlöcher. Oh nein, und er bufft ihn auch noch. Er hat Eile. Oh, das ist krass. Oh, what? Der erzeugt jetzt 6 Goblins, ne? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ha. Ha. Gut. Wir können ihn aber erstmal zerstören. Und jetzt sollen wir angreifen oder nicht mit ihr? Ich würde sagen nein, weil die erzeugt auch, wenn sie blockt.
Alter, aber 7 Goblins sind jetzt schon ein kleines Problem. Ich meine, wir haben mit einem Riesen eine große Antwort, aber... Puh. Das ist eine verrückte Kombination. Ich meine, er hat halt alles rausgehauen jetzt. Aber wir haben Essen, wir können uns über Wasser halten durch Essen. Okay, jetzt pass auf, wie machen wir das jetzt? Wie viel Mana haben wir zur Verfügung? Wir haben 6 Mana. Das heißt, 3-3 ist, glaube ich, die beste Herangehensweise. Ja, wenn wir mit der blocken, sind wir auf 6. Und es kommen nicht mehr als 6 durch. Okay, ich glaube, es passt. Ich glaube, wir sind überm Damm. Wir können 3 blocken, kriegen 4 Schaden, kriegen aber 2 durch Lifelink wieder raus. Und dann sollten wir gut sein. Es sei denn, er hat jetzt noch irgendeinen Quatsch. Es sei denn, er hat einen Schock. Es sei denn, er hat einen Schock auf der Hand. Selbst dann haben wir noch einen Lebenspunkt. Er darf jetzt nur nicht sowas haben, wie alle Kreaturen kriegen +1/+1 oder irgendwie so einen Spaß. Oh, fuck. Nee, passt. Wir haben nicht verloren. 5. Wir kriegen 5 Schaden. Okay. Ja, wir müssen essen. Die Frage ist, ob der angreifen soll. Okay, wir sind auf 7. Ich glaube, es wird. Schade, dass wir unseren Lifelinker verloren haben, aber yes, zack, kein Problem. Puh, das war aber... Also, knapp, ja, es war knapp, würde ich sagen. Es war knapp. Oh, wir kriegen 200 Karten. Chandra! Und Dovins Veto. Neutralisieren einen Zauberspruch. Nope. Nie im Leben werde ich einen einzigen Zauberspruch neutralisieren. Alles klar. Ranglisten-Draft. Klassischer Draft. Throne of Eldraine. Klassischer Draft. 1500. Machen wir. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe, dass wir damit überhaupt noch ein Spiel spielen können. Okay. Wir sind im Draft-Modus. Das bedeutet, alles, was wir über Drafts gelernt haben, achte auf die Kreaturen. Du brauchst 15 Kreaturen. Achte darauf, dass du Bombs hast, mit denen du das Spiel auch gewinnen kannst. Leg dich nicht zu früh fest auf irgendwelche Farben, die du vielleicht am Ende bereust. Und nimm einfach immer die guten Karten. Los geht's. Okay, wir schauen rein. Was haben wir hier alles? Riesentöter. Zerstöre eine Kreatur in der Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Tappe eine Kreatur. Das ist nicht schlecht. Diese Fee haben wir auch schon gesehen. Sir Eleanor, die Scharfsichtige. Ist gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Zauberspiel, die deine Gegner wirken und die Sir Eleanor als Ziel haben, kosten 2 mehr. Elite-Kopfjäger, den fliegenden Wolf, Kuss der wahren Liebe, Wünschelbrunnen, Wende Hellsicht an, Bratspieß, den finde ich auch cool. Das Problem ist bei dem, der muss einer Kreatur Kampfschaden zufügen, damit ein Speise entsteht. Nicht so wie unsere Jägerin, die ja immer, wenn sie angreift oder blockt, was erzeugt, sondern da muss man auch kämpfen. Die Fraß pustet ein Haus weg, ist so eine coole Karte. Also vom Flavor. Ansonsten so, jetzt was nehmen wir hier? Also die ist halt schon super vielseitig und da wir haben ja Brad Guild, ja, ne? Und das R steht für Removal. Ich würde die nehmen, ehrlich gesagt. Ich will den. So, jetzt schauen wir weiter. Gerissene Jägerin haben wir mit drin. Kuss der wahren Liebe. Schildkröte, Fasanjagd. Hier haben wir ein Land. Ungetappt ins Spiel kommt, lege eine 1/1-Marke auf eine Kreatur der Wahl. Okay, also wenn wir sehr viele Ebenen haben, ist er aber beim Draft eher unwahrscheinlich. Den haben wir nochmal. Opfere eine Kreatur, ein Artefakt.
Fügt einer Kreatur in Planeswalker in der Wahl 2 Schadenspunkte zu. Da braucht man auch viel drumherum, damit der stark ist. Also eher weniger gut für Draft, würde ich sagen. Die ist natürlich nicht schlecht. Schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil, ziehe eine Karte. Ich will mich noch nicht auf irgendwas festlegen. Deswegen, ich wähle jetzt die ersten 5 einfach danach, was gut ist. Und die hat uns eigentlich immer gute Dienste geleistet. Ja, die anderen sind nicht so gut, ehrlich gesagt. Goldene Ei vielleicht. Ziehe eine Karte. Opfere das goldene Ei. Ist natürlich vielseitig. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Vielleicht ist das was, was uns hilft. Als Vielseitigkeit. Vielleicht ist Vielseitigkeit hier wichtiger. Ich nehme mal das Ei. Chat rotiert. Sehe ich jetzt schon, aber da müsst ihr jetzt durch. Da müsst ihr durch, Leute. Schloss Ventress. Erzeuge Hellsicht 2. Kommt getappt, es sei denn, du kontrollierst eine Insel. Okay, also nicht ganz so limitiert wie die anderen. Vertraute des Kessels. Opfere eine Speise, bringe sie zurück. Na, wir wissen nicht, ob wir Speisen haben. Der schon wieder. Alter, hau ab, Mann. Ja, die Karte ist super gut. Tribok. 7 Zwerge. Schwer zu sagen, ey, schwer zu sagen. Kommt eine Insel. Ja gut, da legen wir uns jetzt einfach nur auf Blau fest, aber vielleicht ist sie auch ganz gut. Hellsicht 2 für 4 Mana. Vertraute des Kessels mit Schwarz, der Typ. Lebensverknüpfung. Ich nehme mal die. Kostet beim Wirken 2, falls wegen eine grüne bleibende Karte kommt, die ist Todesberührung. Können wir uns auch nicht drauf festlegen. Abenteuer ist natürlich immer nützlich, ne? Abenteuer ist sehr vielseitig. Da wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir Karten ziehen können, ist Abenteuer immer nett, um ein bisschen Kartenvorteil zu haben. 2-1 in Flugfähigkeiten, 1-1 fliegend. So winzig. Lebensverknüpfung, ja, basiert auf Rittern, können wir nicht haben. Nehmen Sie. Bedrohlich. Paladin. Falls 3 oder mehr weiße Mana ausgegeben wurden, kommt der mit einer 1-1-Marke ins Spiel. Können wir uns auch nicht um ihn drauf verlassen. Stärkende Proviant. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0/+1 als Verzauberung. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein. Auch nicht so ideal. Neugierige Kinder. Erzeuge einen Speisespielstein. Vagabundierende Burg. Flatterfuchs. Schwierig. Relativ viel Weiß hier, ne? Andere Ritter. Pff, ist alles ist schwierig, weil sie alle irgendwie andere Dinge bedingen, irgendwie immer. Da braucht man ein Artefakt oder eine Verzauberung. Ist der dann so gut? 2-2 fliegend. Da braucht man viele weiße Sachen. Ich nehme mal den Fuchs. Spontanzauber. Erzeuge 2-1-1 weiße Menschspielsteine, aber auch wieder mit Adamant. Ey, das ist überhaupt nicht gut. Mantel der Gezeiten. Unheilvolle Furcht. Frucht. Vielleicht ist hier wieder ein Artefakt ganz nett. 5 Mana. 3-3 Wachsamkeit. Boah, das ist aber auch nicht gut, ey. Dafür erzeuge einen Ritter. Wenn der einem Spieler Schaden zufügt, wirft jeder Spieler per Zufall eine Karte ab. Das ist natürlich gut. Das ist nicht schlecht. Jener Spieler. Für 4 Mana. Ritual, Hexerei. Leder auf jede Marke, die du kontrollierst. 1-1. Auch wieder Adamant, ey. Das ist echt nicht das, was wir wollen für Draft. Das macht es uns echt schwer. Vergesse Legion, Hellsicht 2. Funkenhort Paladin. Auch Adamant. Ey, warum kriege ich so viel Adamant-Zeug?
Abenteuer. Ich will nicht Adamant nehmen. Die sind alle nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Opfer eine Speise. Ein Spieler verliert 3 Lebenspunkte. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. 4-1 Eile Paladin. Ritter. Ausgerüstete Kreatur erhält plus 1, plus 0 und hat Eile. Ich bin verloren, Freunde. Turniergelände. Erzeuge Rot, Weiß oder Schwarz. Verwende dieses Mana nur, um Ritter- oder Ausrüstungszauber zu sprechen. Vielleicht kommen wir jetzt gerade in so eine Richtung. Aber wir haben keinen einzigen Ritter. Ewige Jugend. Oh Leute, ich bin echt lost. Ich bin echt verloren. Ja, natürlich gut. Ritter oder Ausrüstung, alles, alles zu limitierend für Draft. Okay, wir haben zumindest einen Lebkuchenmann als Standbein. Schick ein Artefakt, ziehe eine Karte. Vielleicht nehmen wir die mal rein. Wir hatten bis jetzt noch keine Bombe, wir hatten noch nichts. Fasanjagd. Nee, das ist alles, die sind alle schlecht. Nehmen wir den nochmal. Auch super teuer. Zwergenmine. Vielleicht sollten wir jetzt dann doch ein bisschen auf Weiß gehen, ehrlich gesagt. Aber ehrlich gesagt ist mir das gar nicht so, ja. Wir können ja immer noch gucken danach, was wir nehmen. Stimme der Kreatur in der Wahl, die du kontrollierst, und die Kreatur in der Wahl, die du nicht kontrollierst. Du kontrollierst L2-1, falls sie ein Ritter ist und kämpfen gegeneinander. Flugstunde. Fügt an der Ziel deiner Wahl Schönspunkt in Höhe der Stärke der Geopferten zu. Ja, Nick, das ist nix. Okay. So, also, jetzt haben wir mal so ein paar bisschen Zeug. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was geht. Wir müssen einfach gucken, was geht. Ob da überhaupt was geht. Ob wir jetzt noch irgendwie ein weißes Deck hinbekommen, was einigermaßen funktioniert oder irgendwas. Aber ich krieg nur, ich irgendwie. Ich kenne die Karten auch noch nicht so gut, deswegen bitte habt hier Verständnis. Falls ihr hier schon in Schmerzenskrümmen zu Hause sitzt, dann macht lieber aus, tut euch das nicht an. Okay, wir schauen mal rein, was haben wir hier? Dann lass uns doch in Richtung Weiß gehen. Bringe bis zu X Artefakte aus deinem Friedhof. Ja, aber das ist Draft, Kollege. Ich kann noch nicht aussuchen, wie viele Sachen ich habe. Flankenangriff ist Crap. Das ist Crap. Glänzende Rüstung. Wegweisende Fee. Nehmen wir die vielleicht noch mal rein, nur weil es ein Abenteuer ist. Ach. So, jugendlicher Ritter, Erstschlag. Stärkender Proviant, Verzauberungen. Vielleicht versuchen wir jetzt dann doch so ein bisschen böse Stiefmutter. Idyllisches Gehöft.
Wir nehmen Ritter. Wir müssen, ich glaube, ich muss jetzt auf Weiß gehen, sonst wird das gar nichts mehr. Auch wenn die Karten alle schlecht sind, aber... Immer wenn du eine bleibende Karte opferst. Ja, Leute. Okay, wir versuchen jetzt uns irgendwie mit Weiß durchzudödeln. Ziehe 4 Karten. Unter der Festung. Dann versuchen wir es doch mit Rittern vielleicht. Schwierig. Ja, ich hatte bisher noch keine einzige richtig gute Karte, die ein Spiel gewinnen kann. Schnitter der Nacht. Jetzt können wir jetzt nicht auf Schwarz gehen. Ich weiß nicht, ob es dafür zu spät ist. Ja, dann muss es eben der Flatterfuchs richten, ey. Dann muss ich da eben durch. Oh Gott. Wirf eine Karte ab, ziehe 2 Karten. Warum sollte man das machen? Warum sollte man 2 Karten abwerfen, um 2 Karten zu ziehen, Mann? Gut, ich kann mir aussuchen, welche Karte ich abwerfe, aber das ist doch nicht so gut. Moschifizieren. Vielleicht ist Weiß-Rot noch eine Möglichkeit. Goblin-Ritter, Doppelschlag. Viel Fraß, immer wenn der die zweite Karte ziehst. Ja, wie soll ich das machen? Natürlich, du kontrollierst halt eine Eile bis zum Ende des Zuges. Könnte vielleicht auch ganz nett sein. Ich bin im Verzweiflungsmodus, Freunde. Ihr seht es. Glänzende Rüstung. Ein Ritter deiner Wahl. Oder die Prinzessin für einen Mana. Lebensverknüpfung. Vielleicht ganz nett. Vielleicht ganz nett, weil wir können die ja stärken. Ritual. Wenn wir jetzt auf Weiß gehen. Ist eine Verzauberung. Unser Flatterfuchs braucht Verzauberungen. Vielleicht ist es ganz nett. Zeuge einen Spielstein oder das hier. Lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine 1/1-Marke für 4 Mana. Oder für 3 Mana, alle kriegen plus 0, plus 1. Dann nehme ich lieber die. Weil ich Verzauberung für meinen Fuchs brauche. Aber ich bin im Verzweiflungsmodus. Leute, bitte habt Gnade, habt Gnade. Es ist ein neues Set, Draft ist nicht so leicht. Alles Quatsch. Okay, der dritte Booster muss jetzt krass werden. Der muss jetzt richtig krass werden. Okay, Gefangen im Turm ist schon mal gut. Gefangen im Turm ist schon mal ganz gut. Aber der Veteran ist natürlich auch gut, aber so viele Ritter haben wir jetzt gar nicht, ne? Wir haben jetzt einen Ritter. Ne, dann nehmen wir Gefangen im Turm. Prinz. Stimme 1. Hält sich 2/3 Lebenspunkte oder bringe eine Kreatur deiner Wahl, die du besitzt, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Verstehe ich nicht, warum sollte man das machen? Eine andere Kreatur, die du besitzt. Also die nicht im Spiel ist, aber die ich besitze. Also was bedeutet das, die ich besitze? Verstehe ich nicht. Weil wenn ich die auf dem Feld habe, dann kommt sie ins Exil und kommt einer einfach wieder zurück. Den finde ich eigentlich ganz geil. Okay, vielleicht Weiß-Rot oder noch ein paar Ritter reinnehmen. Aber jetzt haben wir die Ritter-Synergien weitestgehend rausgenommen. So aktiviert man nochmal eine Fähigkeit, wenn er nochmal ins Spiel kommt. Okay. Mhm. Danke. Aber ich glaube, da haben wir gar keine Fähigkeiten. Ich nehme nochmal den Uhr. Weil wir brauchen so ein bisschen starke Sachen, weil ich habe bis jetzt gar keine starken Sachen. Also richtig. Ja, wir können nicht so viele Farben reinnehmen.
leicht noch hier die roten. Ah, das ist aber auch crap. Immer wenn ein Ritter unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, dann tappe den. Ja, die sind alle nicht gut. Ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir noch ein Paladin. Wunderbar. Und mehr. Ja, machen wir einfach ganz viel weiß und dann versuchen wir einfach. Ich versuche jetzt doch mal dieses Ritterding. Ich bin jetzt mit 100 mal hin und her und ja, ihr könnt gerne mich fertig machen im Chat. Ich bin einfach gerade im Verzweiflungsmodus. Alles gut. Vielleicht nochmal das Tribok. Weiß, rot, die bringen auch nichts. Hereinplatzen. Eine angreifende Kreatur erhält 2/2 bis zum Ende des Zuges. Angreifende Nicht-Mensch-Kreaturen verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ich habe hier noch keine Informationen, leider, ne, wie viele Kreaturen ich schon habe. Zauberung, Artefakt. Vielleicht nehmen wir noch ein billiges Artefakt mit rein. Für unsere Füchse, aber ich weiß es auch nicht, Leute. Bitte habt Gnade. Jugendlicher Ritter haben wir noch. Erstschlag ist natürlich immer nicht schlecht. Aber so viele Ritter. Wir haben jetzt eigentlich kaum Ritter-Synergie, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt, es erst nicht zu machen und dann doch zu machen. Und dann... Ja... Gib mir doch mal bitte eine Karte mit irgendwie, gib mir doch mal eine Bombe, einfach irgendwas, womit ich das Spiel gewinnen kann. Gib mir mal irgendwas Starkes einfach, bitte. Nee, die Karte raff ich leider nicht, das ist doch so schlecht. Fakt, vielleicht noch für unseren. Ja. Leute! Vielleicht können wir da ein bisschen Ritter noch drin. Ja. Beschämend. Tut mir leid, Leute, das war nix. Sehe ich selber ein. Ja, Draft ist schwierig. Draft ist echt nicht leicht. Okay. So, jetzt müssen wir schauen. Wie viele Kreaturen haben wir? 22. Also da können auf jeden Fall noch welche rein. Auf welche raus. Das ist ein Ritter. Die starken brauchen wir. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar kleine raus, glaube ich. Nehmen wir die mal raus. Das ist kein Ritter, der kann raus. Das kann auch mal raus. Eigentlich kann das Ei raus. Tribok. Paladin. Schicke ein Artefakt oder Verzauberung. Davon nehmen wir nur eine. Vagabundierende Burg kommt raus. Das kommt raus. Das kommt natürlich raus. So, jetzt müssen wir die richtige Ebene suchen. So, dann würde ich das ein bisschen eher auf weiß gewichten. 1, 2. So, ansonsten Kreaturen 18. Also es müssen noch 3 Kreaturen raus. Flugbrücke raus. Die brauche ich, die ist stark. Vielleicht brauche ich doch die. Ich glaube, die ist besser als die Prinzessin. Die ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Damit kann ich die anderen Sachen bestätigen. Und wenn ich meinen Oger fliegen lasse, glaube ich, ist das super stark. Tribok kommt raus.
Und ein gläsernes Schuh raus. Gucken, wir schauen mal, wir machen mal ein Spiel. Ich will gar nicht in den Chat gucken. Ja, es ist grauenvoll, es ist furchtbar. Weiß ich selber, das war nichts. Aber wir gucken einfach mal rein. Wir gucken einfach mal rein. Vielleicht kriegen wir durch Glück noch einen Sieg rausgeholt, aber. Puh. Wow. Draft ist eine Herausforderung für mich und mal schauen. Mal gucken. Wir schauen mal rein. Vielleicht hatte unser Gegner ähnlich viel Verwirrung mit drin. Wir gucken mal, wir haben ein paar Ritter drin. Wir schauen einfach mal, was passiert. Wir gucken einfach mal, was läuft. So, 2 Mana und lauter teure Karten. Das ist keine gute Idee. Okay, das ist schon mal. Ein Weiß. Oh Mann, Leute, ich hab's doch extra auf Weiß gewichtet, Mann. Und jetzt krieg ich 3 Gebirge. Ah! Warum? Ich kann das nicht nehmen, leider. Ach Gott, ey, und jetzt geht das auch schon wieder so schlecht los. Cool. Ja, geil, der hat dasselbe Deck wie ich, nur besser. Stirbt, lege eine 1-1 Marke auf ein. Okay. Eine schöne Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Okay, wir gucken einfach mal, was passiert. Wir schauen einfach mal, was passiert. Wir holen unseren Fuchs. Okay. Auf jeden Fall eine Menge Mana. Das ist schon mal ganz gut. Mit gefangenem Turm haben wir eine Verzauberung. Dann kann der auf jeden Fall fliegen. Und dann müssen wir einfach schauen, was passiert. Okay, weiß-blau. Weiß-blau. So, mal schauen. Okay, wird krass. Aber nur bis zum Ende seines. Ja, jetzt kann ich ihn nicht zerstören. Schade. Okay, ich würde sagen. Wir fangen den Turm, dann jetzt kann er fliegen. Geil. Das ist jetzt wirklich schmutzig, das ist jetzt dreckig. Ich weiß nicht ganz wohin. Aber wenn wir jetzt noch ein rotes Mana ziehen, haben wir vielleicht mit unserem Ogre nochmal die Chance, was zu erreichen. Wir brauchen nur ein rotes Mana. Mana ist natürlich auch nicht. Zerstöre mit 4 oder mehr. Ja, Mann, nicht. Aber dafür haben wir jetzt 2 Flieger. Ist auch nicht schlecht. Hab ja eine Kreatur in der Wahl. Nee, der Removal, der ist schon gut. Den müssen wir auch mit reinnehmen. Vielleicht bufft er noch irgendwas oder macht noch irgendwas Krasses. Mal schauen. Cool. Okay, das war's, glaube ich. So, ah Mann, ey, dann gib mir doch einfach mal ein gutes Mal. Stärke 4 oder mehr. Ich glaube, wir müssen ihn so reinbringen. Warum hat der solche Karten, Mann, Alter? So, nie habe ich sowas Cooles gezogen. Das war's. Okay, zumindest unser Ogre ist noch am Start. Wunderbar. Okay, es geht los. Okay. Okay, wir tappen seinen Flieger und blocken am Boden alles mit unserem Ogre. Ja, er hält sich hoch. Ja, er hat keine Karten auf der Hand, ich habe keine Karten auf der Hand. Das ist halt Draft, ne? Das ist oft so. Artefakt oder Verzauberung? Ja.
ziehe eine Karte. Na, immerhin haben wir die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich tapp die Brücke. Oder? Greift. Oh gut, er hat keine Karten auf der Hand. Was mache ich denn? Aber gut, 4 Schaden immerhin. Beziehungsweise sowas. Er wird jetzt wahrscheinlich auch nie wieder Karten auf der Hand haben. Das heißt, der Ogre, so cool wie der Effekt ist, wird nie einfach einen Effekt haben, weil er einfach nie Karten auf der Hand hat. Okay, den haben wir mit Adamant auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, fast besser. Ah, vielleicht läuft das noch. Wir greifen an, haben mit Hereinplatzen, kriegen wir jetzt Trampelschaden. Somit greife ich ja auf jeden Fall ihn an und er wirft eine Karte ab. Und ich zerstöre seine Wand. Vielleicht läuft's gar nicht so schlecht. Leute. Sägt mich noch nicht ab hier. Zack, jetzt muss er seine Karte abwerfen. Falls der Spieler dies tut, zieht er eine Karte? Ach, das habe ich überlesen. Das ist ja kompletter Bullshit. Was soll das denn bringen? Er wirft eine zufällige Karte ab und zieht eine zufällige Karte. Oh Mann, sorry. Ja, lies die Karten. Ja. Leute, komm. Beruhigt euch ein bisschen. Was ist das für ein Effekt, ey? Wirft eine Karte ab und zieht eine Karte. Was, das hat auch wirklich keinen. Hat ja keinen positiven Effekt. Ich dachte, der wirft einfach eine Karte. Ja, mal schauen, vielleicht schaffen wir es noch. Mal gucken. Ja, also dieses Tappe eine Kreatur ist schon echt nützlich auf jeden Fall. Als Krieger 2 Lebenspunkte. Und er hat Wachsamkeit halt. Naja, gut, aber vielleicht in einem nächsten Zug. Scheiße, Mann. Ohne den hätte ich es noch geschafft. Tut mir leid, Leute. Ich hab euch hängen lassen. Es war furchtbar gedraftet, schlecht gespielt. Es tut mir leid. Ich kann aber, wisst ihr, verstehen, weißt du, da sind halt 16 Karten. Ich kann, wenn ich jede einzelne perfekt durchlese und verstehe, dann dauert es halt einfach eine Stunde, bis das Deck gedraftet ist. Und das ist dann auch langweilig. Also bitte habt da ein bisschen Verständnis. Aber ja, es tut mir leid, das habe ich auch schon mal besser hinbekommen. Okay, sorry, gut, ich werde dieses Draft-Deck auch in Scham begraben und nie wieder spielen, das war einfach nix. Und, ach Gott, das ist jetzt dieses Best of Three, ne? Ja. Tut mir leid, Sendezeit ist vorbei, haut rein, tut mir leid, aber... Ja, wir haben auf jeden Fall Sealed, haben wir ganz gut bekommen. Ich schau mal, dass ich bis zum nächsten Mal wieder genug Edelsteine habe, damit wir wieder Sealed spielen können. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Throne of Eldraine. Haut rein, wir sehen uns nächste Woche wieder und wir sehen uns um 16 Uhr wieder, falls ihr Bock habt. Da spielen Fabian Kran und ich Mini Motorways. Ja, die Mini-Metro-Legende wird weitergehen und wir bauen Straßen und Autobahnen. Es wird großartig, haut rein, bis dahin viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder, macht's gut, ciao!